Hier ist Philipp von InvestorSearch und ich habe gestern einen Artikel gelesen, wo irgendein Finanzberater einem Arzt oder Zahnarzt war es, glaube ich, 16 Fonds gebundene Lebensversicherungen verkauft hat und bei den allen nach ein paar Jahren immer noch in der Verlustzone war, denn er musste natürlich erstmal die Provision abbezahlen und dann sind irgendwie Fondszahlungen von 5.000, 6.000 Euro gar nicht groß angekommen und er hat mehrere hunderttausend Euro Verlust gemacht. In der Finanzbranche heißt es auch, ich habe auch mal im Studium mal mit so einem Schweizer unterhalten, ist eigentlich der typische deutsche Zahnarzt ist das perfekte Zielgruppe für die Fondsverkäufer, weil er hat relativ viel Geld, relativ wenig Ahnung, meint aber, dass das schon alles so funktioniert, ohne dass er jetzt kritisch dagegen vorgeht. Deswegen er ist außerdem, glaube ich, auch noch recht gutgläubig, möchte mit Geldanlage nichts zu tun haben und ist dann ein Beispiel jemand, der viel verdient, vielleicht sogar viel spart, also wenn er irgendwie 6.000 Euro in Fonds einzahlen kann, spart er doch einiges. Also das Lebenshaltungskosten sind vielleicht gar nicht das Problem, aber er legt einfach sein Geld sehr, sehr, sehr schlecht an und macht da dann sogar eine negative Rendite mit Provisionen und allem. Deswegen ist es so wichtig, auch als Arzt, wenn man viel verdient, selbst wenn man spart, sich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und es Thema Geldanlage selber in die Hand zu nehmen. Es ist wirklich nicht so schwierig. Jeder, der irgendwie das Medizinstudium oder ein Studium hinbekommen hat, auch ohne Studium, man bekommt es doch in wenigen Tagen, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, hin. Wie gesagt, auf InvestorSearch findet ihr da viele Beispiele und so ein bisschen, dass man die Grundprinzipien versteht. Mein Vater zum Beispiel hält eine Aktie für 50 Euro teurer als eine für 15 Euro. Das sind einfach so Grundprinzipien, die oft nicht verstanden werden und auch von Leuten, die sonst sehr, sehr erfolgreich in ihrem normalen Job sind, sind aber deswegen sehr, sehr wichtig für die finanzielle Freiheit. Deswegen investiert ein bisschen in eure Geldbildung.